Ich zeige euch jetzt mal was ganz Witziges. Oh, pass auf, pass auf. Das ist wirklich eine irre Story. Kennt das hier einer von euch? Kennt einer von euch das hier? Habt ihr das vielleicht mitbekommen? Auf TikTok, oh, dies, das ging das viral. Ich zeig's einmal. Kennt das irgendeiner? Das wäre jetzt wirklich geiler Zufall. Pergy, dankeschön. Perg Julava, Rusi Baby, dreimal hintereinander. Dankeschön für dein dreimal, dritte Mal Surf. Bitte sag mir einer, ob das einer kennt. S-Time? S-Time, Show S-Time heißt er. Pass auf, so geht das. Sehr interessant, dass er links seine Fahrerseite hat, weil normalerweise in Japan ist alles rechts. Ist wie in England, in Japan. Ich weiß nicht, wo er das aufgenommen hat. Aber er hat so einen goldenen Benz. Na, ist ja klar. Japan sind mit Hip-Hop noch nie so weit auch. Aber jetzt pass auf. Dieser Show S-Time, Gold Benz, pass auf. Der hat aus Deutschland heraus, hier, achte mal, vor 2 Monaten ist er wohl auf TikTok viral gegangen. Guck mal, er hat mehr Fans aus Deutschland als aus seinem eigenen Land. 5000 Likes. Er hat Deutschrap gerettet, ohne Deutsch zu sprechen. 1000. Das ist alles 2-3 Monate her, ne? Ich habe das gar nicht mitbekommen, ne? Das ist gar nicht bei mir auf dem Schirm. Ohne Ende deutsche Leute, die bei ihm kommentieren. Ich denke einfach mal wegen dem goldenen Benz, ne? Das ist japanisch, ne? Das ist Japan. Jetzt pass auf. Dreimal dürft ihr raten. Ich kenne diesen Typen. Er schreibt mir bei Insta. Pass auf, er schreibt mir bei Insta, ey, Ruse, long time no see und so weiter. Lange nicht gesehen, lange nicht gehört. Auf jeden Fall, ey, Ruse, ich habe in Deutschland einen Hit irgendwie gelandet. Schreibt er mit so einem gebrochenen Translator Deutsch. Ich zeige euch das mal. Nicht so, also ich kenne ihn, ne? Das ist zwar lange her, dass wir uns gesehen haben, aber vergisst man ja auch nicht so schlecht, ne? Wo ist der denn jetzt? Show S Time. Hier, achte mal. Guck mal. Da ist er. Schrieb mir heute Mittag, da war ich am Pennen. Long time, Bruce Lee. I want to make a live concert in Germany in September. Is it somewhere good? Want to have lunch? Ja, ne, lass mal treffen. So, yes. So, die können halt kein Englisch, ne? My song is spreading in Germany, so I want to go live oder to live, ne? Schickt er mir den Song und schickt mir noch ein Foto, als ob ich ihn vergessen würde. Also, Junge, als ob ich ihn vergessen würde, so, weißt du? Ihr müsst wissen, Junge, da habe ich auch noch keinen Bauch gehabt. Da ging es mir noch gut. Schäbigen Bart, aber ging. Raff war eigentlich kaum verändert, Raff. Pass auf, ihr müsst wissen, guck mal sein Tattoo, dieses B, kommt euch das bekannt vor? Er war nämlich bei The Game in der Crew auch. The Game hat ja mal eine Zeit lang, ihr müsst wissen, The Game hat ja mal versucht, international zu gehen. Und hat auch in Europa so einen Ambassador-Typ gehabt und ihn auch in Japan irgendwie. Es hat alles nicht so geklappt, wie der das wollte und so. Die Idee war nicht schlecht. Auf jeden Fall haben die sich das alle tätowieren lassen. Also, ist ein cooles Tattoo, so gute Erinnerung. Und aber hat nicht so geklappt. Ihr müsst wissen, dass er so ein bisschen sowas wie der Moneyboy in Japan war. Ich habe ja in Japan 5, 6, 7 Leute interviewt aus der Hip-Hop-Szene. Ich weiß, ihr wisst es vielleicht, ich habe es nie rausgebracht. Ne? Ich habe dieses Material noch, es ist 3 Stunden Material. Vlogs mit uns, mit Raff und so. Die der Raff auf gar keinen Fall will das rausbringen heutzutage, weil er sagt, wir waren da voll die Keks. Aber ich könnte eigentlich die Rapper da mal zusammenschneiden und das rausbringen. Ich habe einfach Rapper aus und Rap in Japan 2015, als wir da waren, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber weil es geht ja mittlerweile schnell auch, siehe Italien. Italien hat vor 5 Jahren quasi keinen Rap gehabt, jetzt haben die eins der größten Rap-Szene so. Wegen Autotune einfach, wegen Musik, wegen Singen. Auf jeden Fall ist ja egal. Auf jeden Fall, Japan hat eine geile Underground-Szene. Und die waren alle nicht so geil, auf dem Show hier zu sprechen, wenn ich die mal nach Show gefragt habe. Die haben mich vermittelt aneinander, ich habe 5, 6 Leute interviewt. Während Raff und so da Video gedreht haben, habe ich ein bisschen mir versucht, in Japan was zu machen. Und habe aber den Show trotzdem interviewt, einfach um auch was anderes zu kriegen. Und wir hatten einen Guide, der hat uns mit ihm connected. Und ja, der macht halt so ein bisschen so, würdest du, modern, nicht so nachdenklich, nicht so Politik, nicht so
Ey, sag mal, ich bin total bescheuert, ne? Pass mal auf. So, ich rede die ganze Zeit über Raff. So. Ich habe es nicht gesehen auf dem. Geil. Ich habe es nicht gesehen, dass ihr das nicht sehen könnt. Jetzt sehe ich das erst. So mäßig, ne? So. Rafa. Naja, auf jeden Fall, jetzt pass auf. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich könnte es eigentlich mal holen. Wir waren zu faul damals. Ich hatte zu viel zu tun, war dann auch zu faul. Da war auch noch nicht die Zeit, wo ich mit was los Geld verdient habe und so. Es war einfach, ja, ich habe das Material, ich mache das mal und dann ging ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Irgendwann, ja, also gut. Pass auf, ich zeige euch jetzt mal. Ich wurde nämlich jetzt auch noch verlinkt. Der hat das Foto, ich habe das Foto. Es ist so witzig, Alter. Wo ist der? Show S Time, da ist der. Ich zeige euch mal. Der hat es gerade nämlich repostet, oder? Ich kenne ja Raff. Ich kenne Raphael gut. Normalerweise, wenn ich so ein altes Foto von uns poste, immer gleich einen Anruf. Bruder, bitte nimm das runter. Ich sehe wack aus. ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Hier hat er es repostet nochmal. Ich komme, ich like das mal. Ey, geht mal dahin und like das mal alle. Show unterstrich offiziell. Show, der heißt einfach Show. Show, ja, Selemi. Ja, das ist 2015. Safe. Hat der den Raff markiert? Ja, klar, ne? Ja. Er schreibt Danke 2015. Witzig, Alter. Deutschland, Österreich. Man muss aber sagen, er ist auch kein Kind. Der war damals schon in einem Alter so. Ich denke mal, der ist in meinem Alter so, ne? Vielleicht sogar ein bisschen jünger. Der war mal Profi-Ski, Olympionik sogar irgendwie sowas. Ne? Also der hat zu japanischen Verhältnissen hat er gutes Geld verdient. Also alle Rapper, die wir getroffen haben, haben jetzt nicht so viel Geld gehabt. Die haben so Kellerstudios gehabt. So wie Deutschrap 1995 war. Ich schwör's euch, ich habe die Aufnahmen noch. Ich bin da so ein bisschen auch wack und ich rede da auch wackes Zeug und so, aber vielleicht lade ich euch das mal hoch. Ich hab's bestimmt, also ich hab's auf jeden Fall, ich schmeiße sowas nicht weg, aber wir müssen mal gucken, wo ich das finde. Vielleicht mal bei einem Twitch-Livestream. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob er überhaupt auf dem Schirm hat, dass Raff seit damals in Deutschland so large geworden ist. Aber gut, obwohl er kann ja auf YouTube sehen. Ich meine, wir haben damals halt Raff, also irgendwo einen Bruchteil von dem gab, was jetzt ist, von Klickszahlen her. Naja, deswegen, der wird das ja schon sehen. Bad Boy. Aber ey, ist das nicht eine geile Story, Alter? Der Typ hat einen Song, der bei uns viral geht. Sag mal, das hat. Das ist so eine geile Story, ey. Alles nur Deutsche. With Ruff Camora. Geil. Geht mal hin, macht mal diese Links. Ich link euch das mal rein oder lasst mal ein bisschen die Ruse Gang da raushängen. Also, wenn ihr Bock habt, liken, kommenten, so ein bisschen. Wie gesagt, eigentlich, ach, bin ich dem entfolgt eigentlich? Nee, kann gar nicht sein. Eigentlich habe ich den immer gefolgt und den anderen auch, den anderen Japanern, seine Kollegen. Und ich habe die irgendwann mal alle auf stumm gestellt, weil ich wollte denen nicht entfolgen, weil ich wollte so den Kontakt nicht verlieren, aber ich hatte mich überhaupt nicht mehr interessiert, für was die posten. Ich habe es gar nicht verstanden, was die posten und so. Teilweise war es auch viel privates Zeug. Aber meinst du, der hat einen neuen Account? Er folgt so niemanden. So null Abonnenten. Er denkt so, der ist Dings Kanye. Aber ey, interessant. Interessant. Naja, gut. Er hat so gesehen, Raff folgt niemanden. Also, ich folge auch niemanden. Ich habe jetzt auch einen Hit. So, interessant, da komm, ich like das auch mal.